Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 2 zu Corvs. Und wir haben quasi einer Freundin geholfen in der letzten Folge und sind jetzt hier quasi auf dem Heimflug. Und begeben uns jetzt quasi in Richtung Landing Bay. Das müsste hier sein, oder? Ist ein bisschen... Ich glaube, das ist hier die Einflugschneise, wenn ich das richtig sehe. Ja, hier geht's lang, genau. Hier müssen wir rein. So, da müssen wir landen. Oder steig mal doch aus? Anscheinend. I'll let Ree's security team know their cargo's here. What's the real story? Why those energy cells, Sav? We've had a lot more refugees lately. Things are shaking up back in cult space. You're preparing for a cult attack? Could be nothing. Keep this. Hangar-Menü. Hangars erlauben dir den Kauf neuer Waffen, Schildmodifikationen und Upgrades. Außerdem kannst du hier deine Konfiguration ändern. Im Laufe der Story wächst das Warenangebot und die Station bietet immer mehr bessere Ausrüstung an. Hangars, bei denen du andocken kannst, sind über die verschiedenen Sternensysteme verteilt. Sobald ein Hangar entdeckt wurde, wird er auf der Karte markiert. Das klingt super. Always. So, Schiffsstruktur. AR-1 haben wir jetzt. Die AR-1 galt einst als beachtliches Einsetzerkampfschiff, doch inzwischen ist sie technisch überholt. Sie hat mehr Schlachten auf dem Buckel als die meisten ihrer früheren Piloten. In den letzten 7 Jahren hat Nara Gefallen an der AR-1 gefunden. Dank ihrer Fähigkeiten und ihrer Beharrlichkeit konnte sie dem alten Schiff neues Leben einhauchen. Schön. So, Rumpffragment. Aktuell Trefferpunkte 700. Nächste wäre 100, wenn wir es erweitern. Kostet 0 Credits. Kaufen wir. Eine Materieansammlung, mit der ein Schiff zusätzliche Rumpfpanzerung produzieren und seine Grundstruktur verbessern kann. Das Aufsammeln von 3 Fragmenten bietet genug Material, um das Schiff zu verstärken und es deutlich widerstandsfähiger zu machen. Kaufen wir. Kostet ja nichts. Also haben wir jetzt 800, ne? Ne, 700. Nächste Stufe wäre dann quasi 800 bei Stufe 3. Kostet aber 400. Und dann gibt's... Das ist Schildfragment. Okay, das kostet 800 Credits. Wie viel haben wir denn? Ach, da oben. 1200. Gut. Was können wir denn sonst noch? Gatling. Gatling Gun ausgerüstet. Und dann könnten wir hier sogar noch ein Einschlagstalon. Kostet aber 2000. Überhitzungszeit, okay, ist schlechter. Da unten stehen auch Werte. Rumpfschaden, Schildschaden und so. Nice, okay. Gut. Modifikation Platz 1. Deflektoren. Dieser Durchbruch bei der Deflektoren-Schildtechnologie verbessert deine Schiffsverteidigung. Dank erhöhter Stabilität kannst du volle Schilde länger aufrechthalten, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen. Ach so, die Schildkapazität. Mod-Effekte, Reparaturabklingzeit verringert die Ausfallzeit der Reparaturdrohne um 10%, wodurch sie in kürzeren Abständen eingesetzt werden kann. Aha. Wärmeleiter. Schubverstärkung erhöht die Basisgeschwindigkeit des Schiffs um 20%. Okay, das kann man alles erweitern. Ich bin gewollt, irgendwas noch zu kaufen. Alle Waffen verursachen gegen feindliche Schiffsrümpfe 6% mehr Schaden. Das machen wir. Das baue ich ein. Zielverfolgungsrhythmus stand da, glaube ich, oder? Zielverfolgungsalgorithmus. So. Diese neu entwickelte Mod verbessert deine Offensivleistung, indem sie deine Präzision beim Zielen erhöht. Deine Waffen fügen feindlichen Schiffen daher erhöhten Schaden zu. Nice. Jetzt haben wir noch 700. Zerstört Schilde um 6% schneller und legt den feindlichen Rumpfschneller frei. Das nehmen wir auch noch mit. Kampfprotokoll. Ausgerüstet. Ach so, kann man... Ach so, ich kann nur eins davon aufrüsten. Ausrüsten? Ausrüsten, so rum, ist richtig. Und Platz 2, warte mal. Ach so, nee, wir haben 2 Plätze. Okay, wahrscheinlich wird es später Schiffe geben, wo man mehr Plätze hat, oder? Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. So, ich möchte den Hangar verlassen. Ja, natürlich. Nice. Echt cool. Vielleicht gibt es später andere Schiffe. Schauen wir mal. Bin echt gespannt. So, zurück in die Enklave. Nara,
I've got something that needs your discretion. We have a lost shipment, sensitive cargo. And my wife asked for you. What does Rhee need? It involves a missing ship. She'll tell you more when you get there. Oh, okay. All right. Sav, he thinks his secrets are protection. Ach so, zurück in die Enklave. Ich hab, glaube ich, halte X und lass los, wenn du auf ein Ritual konzentrierst. Uff, was ist das denn alles? Drücke, um die Karte zu öffnen. Ach du Heiliger. Bitte was? Das ist also die Karte. Erinnert mich ein bisschen an Metroid Prime. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, ja. Frachtlieferung. Das ist, glaube ich, Hauptstory hier, ne? Das verschollene Schiff, ja. Kann ich das auswählen? Sav, any priorities? Tutorial. Das Universum von Chorus ist riesig und lässt sich frei erkunden. Entdecke Nebenaufgaben und schließe sie ab, um mehr über die Welt zu erfahren und mächtige Upgrades freizuschalten. Wenn... So schnell konnte ich gar nicht lesen. Ich würde sagen, wir düsen jetzt mal dahin. Das kann man hier alles frei erkunden. Holy shit. Alter Schwede. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier so eine Hauptquest. Ich glaube, diese gelben Schilder sind, glaube ich, Hauptquests. Oh, it's you, Nara. Sorry. I'm looking for someone. Where the hell did they... Okay. Hm. Sammle die heikle Fracht auf. Finde das verlorene Schiff. Die heikle Fracht auf. Okay. Soll ich da durchfliegen? Ich traue mich nicht, oder? Vielleicht doch. Sav, I'm at your coordinates. Near a pirate hideout. Okay, but we're not here for them. There's some sensitive cargo we'd better find first. Okay. Understood. Wir müssen also eine heikle Fracht finden. We're looking for weapons. Wir suchen nach Waffen, ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Sieht schon sehr beeindruckend aus. Ich hoffe, wir finden die Fracht sehr schnell. Gucken, wie auch die Missionsdesigns so sind. Ob die sehr abwechslungsreich sind oder ob da... Oder ist das eine Falle? Contact, Pirate Raven. Watch your back out there now. Piraten Raven, abgeschirmt. Okay. Gut. Dann werden wir sie mal angreifen, weil das Piraten sind. So, den haben wir. That took too long. My weapons aren't cut out for this. So, benutze ein Ritual der Sinne, um die Fracht zu entdecken. Wie war das nochmal? X gedrückt halten? Ah, nee, Quatsch. War das hier? Ah, da. Doch, da müsste es sein, glaube ich. Ich glaube, es war schon richtig. Ja, es müsste die heikle Fracht sein. So. Wahrscheinlich einfach einsammeln, ne? Okay. Sav, it's empty. Damn it. They must have found it. Let's search the area. So, wo ist die andere Fracht? Wollen wir mal. Hoffen wir mal, dass da was drin ist. 250 Credits. Alright. And you learned about it how? Old Artark records. A few managed to flee and dump their cargo on the run. I can't imagine the cult took the bait. Not for long. But you figured we could use it. Right. And go ahead and help yourself. Should be a laser for you in there. Okay, muss es noch mehr geben? Achso, hier gibt es noch mehr. Okay. Ich dachte, das wäre schon die drei Stück. So typisch Videospiel, weißt du, so drei Sachen. Man muss immer Sachen dreimal machen. Sav, I got the crate. Good. How many weapons? Only a few. Lasers mostly. Okay, Glow.
So, häufiger Gegenstand, Prototypen von Strahlenwaffen gab es schon in den ersten bewaffneten Auseinandersetzungen im Weltraum. Gegen des Bedarfs an Energiezellen mit hoher Kapazität und Ressourcenengpässen während der intergalaktischen Bürgerkriegs sind sie aber Mangelware geworden. Da der Zirkel in vielen Regionen für Frieden und Stabilität sorgt, sind Energiezellen jetzt wieder leicht erhältlich. Eine Glow-Kanone lädt nur langsam auf, richtet dafür aber beachtlichen Schaden bei Schilden an. Aha. Kann ich die denn ausrüsten? Tatsächlich. Was ist denn Beherrschung? Ritualmenü. Das Ritualmenü gibt dir einen Überblick über alle deine Rituale und die zur Verfügung stehende Energie. Durch Storyfortschritte schaltest du mehr Rituale frei. Deine Energie und einige deiner Rituale können verbessert werden, indem du in den verschiedenen Sternensystemen Nebenmissionen entdeckst und abschließt. Okay, gut. Beherrschung? Beherrschungsmenü. Das Beherrschungsmenü gibt einen Überblick über alle verfügbaren Beherrschungskategorien, deinen derzeitigen Fortschritt und dadurch freigeschaltete Boni. Du kannst höhere Stufen einer Beherrschung erreichen, wenn du bestimmte Ziele erfüllst. Jede Stufe erhöht die jeweiligen Boni und macht dich im Kampf noch stärker. Durch Story-Fortschritte werden weitere Beherrschungskategorien freigeschaltet. Du solltest deshalb regelmäßig in dieses Menü zurückkehren. Gut, okay. Ja. Alles klar. Ah, okay. Gegner zerstört mit der Gatling-Gun. Okay, und dann alles klar. Lädt sich das auf, quasi der Balken, und wir kriegen dann -4% Überhitzung, verringert Überhitzung und so, alles klar, okay, ich verstehe. Gut. So, Glow-Laser. They should be more efficient. Tutorial, setze den Laser ein, um Schilde auszuschalten und bei voller Ladung zusätzlichen Schaden zu verursachen. Das vollständige Labers. Was? Oh Gott, was, wo? Hilfe! Okay, nice. Aber, den habe ich, glaube ich, voll zugesetzt. Okay, Hammer. Oh, da kommen noch mehr. Ja, bin dabei. Dann wollen wir mal. Richtig Action jetzt hier. Alter Schwede. Jetzt geht's aber zur Sache, wa? Not now. Puh. Wie oft kann ich denn... Huah. Wie oft kann ich denn schießen? Habe ich eine Abklingzeit bestimmt, ne? Kann ich das eigentlich auch aufladen? Got him. Ja, alles gut. Nice. Sav, all pirates gone. Perfect. As always. How many weapons are there? Not enough to arm the entire enclave. You know, sometimes it's enough to appear strong. Appearances won't impress the cult. How do you know? Just stating the obvious. Maybe you're right. Anyway, don't forget to find Ree. I know. So, Karte aktualisiert. So, sammel die Fracht auf. Das verlorene Schiff. Ja, nächste Mission. Ist das die nächste Mission? Da sind wir doch, oder? Oder warte mal. Nee, wo sind wir denn? Wir sind... Da. Okay, das ist jetzt die nächste Mission. Ah, alles klar. Okay, geht direkt in die nächste Mission über. Krass. Das hat schon echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war schon echt cool. Das ist immer noch Hauptmission, ne? Immer noch dieselbe, glaube ich. Aber ich werde kämpfen. Wie beeindruckend das einfach aussieht. Oh, weg mit deinem Schild. Aufgabe entdeckt. Was für eine Aufgabe? Was für eine Aufgabe habe ich entdeckt? Was, wo, wer? Aufgabe? Interessanter Ort, Schauplatz. Entdeckt. Aufgabe? Aufgabe. Alle? Warte mal. Story-Mission, Nebenmission. Okay, heiliger Strohsack, Zivilist, Auftrag, trifft Turin,
Ah, hier, Schiffs... Okay, guck mal, hier gibt's Belohnung, Schiffsupgrade und Credits. Notruf? Oder habe ich das schon gemacht? Nein, das sind alle Aufgaben, ne? Genau, das ist Story. Und das ist Nebenmission. Okay, alles klar. Aber was heißt denn Aufgaben entdeckt? Das, was wir gerade gelesen haben, die Nebenmission? Ist schon verdammt cool, ne? Muss man sagen. Macht schon Laune. Also, ich find's echt cool. Also, wie gesagt, man muss natürlich auf diesem Typus von Spiel stehen. So Weltraum, Weltraumschlachten, bisschen Story, Schiffs aufwerten und so. Wenn man darauf steht, kann man damit richtig viel Spaß haben, glaube ich, ja. Und man braucht gar nicht dieses ewige Aussteigen und so alles. Was? Wo? Da oder was? Wollen wir da mal hin? Unterstützen? Was auch immer da los ist? Ich finde das Treffen noch ein bisschen schwierig. Man muss ein bisschen üben. Waren das alle? Nein, das waren noch nicht alle. Ich weiß es gar nicht, ob das einfach so eine... They fought well and died. Thank you. Here's something for your help. Cool. Das war jetzt... Ich glaube, das war jetzt einfach so ein Event, oder? Was jetzt einfach aufgetaucht ist. Ich glaube, das war jetzt einfach so ein Event. Das ist ja geil. Jetzt haben wir ein bisschen Credits gekriegt. Nice. Ich finde es auch nicht zu schwer. Es ist okay, muss man sagen. Ah, Nara, you're here. We have a situation. Pirates seized a ship that's crucial to us. And you don't have enough security forces to get it okay. back. Well, Talon is hard to come by. I'm not interested in... About this ship? The pirates have my crew pinned down. I see. Mm-hmm. Is that a spirit? Last battleship? Yes. Ob man so ein Schiff auch mal fliegen kann? I haven't seen one since I came here. That's our ship! Oh. Kill the thieves! Not today. Okay. No! So, warte. Vielleicht sollte ich mal die Waffe wieder wechseln. I've got you. Focus. I've got half of them. Remaining ship. Attack. Wo sind sie denn? Uah, hallo, da ist so... No. Hit. Jawohl, nice. All dead. Time to board a circle ship. So, ich habe jetzt ein bisschen die Orientierung verloren. Ah, hier. This is Nara calling. Watch your status. Lots of wounded and the nav systems are fried. I'll come aboard and help. Okay. An Bord zu gehen. Alles klar. Machen wir doch mal. Bonding. Was? Beschleunige mit L2? All its systems. Controls. Ach du heiliger Strom. Was zur Hölle? What's going on? Ich fliege das Schiff. The ship systems are synchronizing? We're moving again. Okay, um dich umzusehen und zu zielen. Okay. You repair, I fly. Solid copy. Damn it. Ach du the Heiliger. Sublight drive is offline. We're on was für ein geiles Schiff. Ich will so ein Schiff Nara, haben. Pirates. Wie cool das ist. All weapons ready. Rhee, now we're stealing from the pirates. Ah, so they kann ich really Schild aktivieren. Das ist ja geil. Don't you think? And you need it for... A recon mission in Stegarim. There's a lot of suspicious movements lately. I need to verify our intel first. Wir müssen jetzt quasi das Schiff beschützen, also fliegen. Solange bis die das Schiff repariert haben. Ah, wie geil, aber das ist echt schwergängig. Man merkt richtig, wie schwergängig dieses Schiff ist. Also man merkt wirklich, wie gesagt, wie schwergängig dieses Schiff ist. Ich kann das kaum lenken. Es bewegt sich wie so ein Klumpatsch. Richtig, richtig wie so ein alter Schwede. Tolles Spiel. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Destroy them. How are the repairs coming? Gefällt mir sehr gut. Getting there.
back online soon. Erreiche das Sprungtor. Das machen wir doch. Aber wie kommen wir wieder zu unserem Schiff, frage ich mich. Na, wo kommen sie als nächstes? Repair's done, Nara. You can use the sublight drive now. Copy. I'll activate it. Stop them. Whatever it takes. It takes more than you. Okay, Boost. Aktiviert. Ree, here's your spirit. Cool. It still needs fixing. Copy. We'll get more repair crews over. Nice. Wie geil. And Nara? Thank you. Ungewöhnlich. How do you know I could fly a spirit? Moment, erstmal gucken, was haben wir bekommen. Kreisstabilisator. Kreisstabilisator. In einem schweren Gefecht ist es nichts wichtiger als deine Feuerkraft. Diese Waffenverstärkung ist eine ungewöhnliche, aber sehr sinnvolle Mod. Sie erhöht den Schaden deiner Gatling-Kanone gegen jede feindliche Schiff. Okay, wir haben aber ausgerüstet quasi. Okay, das ist aber eine höhere Stufe. Ich würde das mal dann mehr Schaden gegen Schiffsrümpfe. Das passt ja dann quasi. Das ist ja nice. Was haben wir hier oben bei Dings? Beherrschung? Kampf? Level 2. Nice. Booster. Das Level, das sind quasi also aktive Perks, die sich automatisch quasi leveln. Da braucht man nichts machen. Da kann man einfach mal hinten reingucken. Weil ich kann ja auch nichts drücken. Das automatisch wird das quasi gelevelt. Das ist jetzt Stufe 2 sogar schon. Krass. Das ist super. Gut, sehr schön. Didn't know, but I hope nobody else could. And about the suspicious activities in the room, keep that to yourself, okay? Of course. Natürlich. So. I never thought I'd pilot a spirit again. Not out here. To the pirates, it's just another collectible war relic. They had no idea of its power when linked with a gifted. A marked one. Like me. No. I buried my past, burned it out of me. Krass. Intriguing. Vanguard wings in position, Sage. Good. Commander Storm, execute the revision doctrine. Deploy the jump beacon and call in the psychic totem carrier. Executing, Sage. Commander Shadow, the sweep doctrine. Protect the assault wings. Seek out and engage all enemies in this sector. Honor the Prophet. In chorus, Sage. Hit them hard and fast, my warriors. Nothing will disrupt the construction of the Jara Citadel. In chorus. Holy shit, was ist jetzt los? Uff, Aufgabe abgeschlossen. Scheint ja richtig Action zu sein. Das und viel mehr sehen wir in der nächsten Folge bei Chorfs oder Corfs. Ja. Ich glaube, in der Enklave geht's beim nächsten Mal ab. Sag mal, ich will doch endlich zu Ende kommen. Sam, I'm coming. Wir sind auf dem Weg. No, Nara, don't. We're already dead. We can't win this battle. Save yourself, please. Nein, ich kann nicht wieder fliehen, genau. Das machen wir auch nicht. No. I'm fighting, genau. Sav. Wir Now kämpfen. Pull your people back. Nara out. They finally came. Not for me, but for my people. My home. Genau. Und das sehen wir, wie gesagt, in einer weiteren Folge von Corvs. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.